Hallo liebe Rasenfreaks, die Sonne geht weg. Es ist ein schöner Dienstagabend. Die Sonne scheint, es wird wieder wärmer. Ich habe sogar schon meine Jacke wieder ausgezogen. Und wir machen heute ein kleines Video zum Thema Rasengestaltung. Ein ganz kleines Video. Ja, lieber Rasenfreaks, ich hatte hier immer früher so ein kleines, richtiges Golfplatzgrün auf meiner Fläche. Da habe ich immer hinten vom Abschlag hier so abends hingespielt. Das sind so 20, 23 Meter, kann man so schön das kurze Spiel beim Golfen üben. Das war mal ganz cool. Und dann habe ich aber das Problem gehabt, dass in meinem Edgomäher dieser Schnitt nie richtig toll war. Das war immer nicht so ganz gleichmäßig. Ich habe so zwischen 8 und 10 mm vielleicht tief gemäht. Das hat mir nicht gut gefallen und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir, ich gebe das jetzt auf. Ich habe ja immer dann mit diesen großen Triplex-Mähern John Deere und dann auch Toro gemäht. Da war es auch gut, über diese Fläche einfach rüber zu fahren. Und ich hatte eben keinen schönen Mäher hier für die kurze Fläche. Und jetzt habe ich den Swordman. Und jetzt will ich doch mal schauen, wie tief kommt man mit dem Swordman runter? Wie tief können wir hier mähen? Ich werde also wieder ein Grün anlegen. Und da fangen wir jetzt mit an. Wir haben jetzt eine Schnitthöhe von 15 mm. Ich habe auf mutige 12 mm schon mal runtergestellt. Und ja, wir versetzen den Cup noch ein bisschen. Ich habe eine neue Fahne übrigens, Schicke neue Fahne. Ich habe immer noch nicht meine Rasenfreak-Fahne, weil diese Firmen alle nicht arbeiten. Ich habe einen neuen Cup. Den versetze ich auch. Den will ich so ein bisschen mehr vom Rand wegsetzen, hier ungefähr hin. Den bauen wir noch gleich um den Cup, aber vorher mähen wir die Fläche. Und da bin ich jetzt mal gespannt. 12 mm. Ich habe natürlich jetzt brutal die ein Drittelregel verletzt. Obwohl, naja, von 15 auf 12, der war aber jetzt schon nicht mehr 15. Ich kann da kurz mal das Gadget holen. Warte mal. Oh, ganz schön groß geworden. Hui. Ich glaube, zu groß. Sieht natürlich cool aus, aber das ist jetzt aber ordentlich groß geworden. Mann, oh Mann! Geht so rum nicht. Gegen die Sonne. Ja, also was ich immer wieder cool finde, die Einstellung ist klasse vom Swordman. Das passt wirklich gut. Das sind jetzt
Oh, ziemlich genau 12 mm. 12 mm. So, was hatten wir? 12 mm. Sieht schon krass aus. Ja. Ja, wir hatten schon wieder. Wir hatten schon wieder Halme zwischen 20 und. Ja, 20 und 25. Also war jetzt ein bisschen krass. Ein bisschen zu viel. Genau, jetzt mähen wir nochmal quer. Aber erstmal hier gehen. Kopf aus. Da ist natürlich. Da ist auf der Fläche jetzt schon richtig was runtergekommen. Wow, oh Mist. Ich habe gerade Perlhumus gestreut. Zweite Streuung Perlhumus dieses Jahr übrigens. Und da habe ich den Perlhumus wieder aufgesammelt. Naja, egal. Oh ja, cooler, der ganze Perlhumus. Das ist schon echt brutal tief. 12 mm ist auf Profi-Golfplätzen die Fairway-Schnitthöhe. Das sind 12 mm. Unfassbar, unfassbar. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass immer so ein bisschen Mutterboden fehlt, wenn ich das neue Loch hier reinsetze. Also haue ich hier erstmal so ein bisschen Sand rein. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Und da kommt dann jetzt der neue Zapfen rein. Jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt drücken wir hier mal ganz dynamisch drauf. Dann sieht man hier den Abdruck und dann schneiden wir möglichst senkrecht, was natürlich meistens nicht funktioniert, senkrecht das Loch aus. Oh, ich spüre schon die Steine. Mist. So, jetzt versuchen wir das sauber hier rauszunehmen. Dazu gibt es auf dem Golfplatz Werkzeuge, da geht das innerhalb von Sekunden. So ein Loch draußen. Schön verfilzt. Mann, oh Mann. Ja, das ist jetzt ein bisschen Bastelei hier. Ah, schön, ja. So, jetzt den sauber noch rausstechen. So. Checker. Ist vielleicht weich. Das sieht auch gut aus. So, jetzt habe ich den genauen Durchmesser. Kann ich noch ein bisschen nachbohren hier. So. So. Auf Golfplätzen wird der Cup immer relativ tief gesetzt. Das mache ich aber nicht. Schön stramm. Wow.
Sollen wir mal reingucken? So. Okay. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Gut. Cool. So, jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viel Butterboden. Nee. Das ist auch noch jetzt eine Gefühlssache. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Sehr schön. Zack. Und man sieht so gut wie nichts mehr. Sehr cool. So, lieber Rasenfüchs, jetzt kommt natürlich noch das absolute Mega-Gadget zum Schluss. Die gebogene Rasenschere für die Lochkante. Damit kann man jetzt ganz wunderbar hier jeden Halm abschneiden. Dass man ganz, ganz schönes, ganz sauberes Loch hat. Schneidet man jetzt mit der gebogenen Rasenschere das Loch ab. Meine Frau lacht auch schon. Unfassbar. Wie verrückt muss man sein? Ja, wunderbar. Den Dreck noch rausholen. Ja, das gibt es wirklich. Das ist ein Golfplatz-Scherchen. Dann kann man noch einarbeiten in den Sand hier. Das sieht doch cool aus. Da habe ich die getroffen. Shit, meine Frau erledigt. So, hier jetzt jeder Halm abgeschnitten jetzt. Jetzt wollen wir es aber ganz genau wissen. So. Nicht jede Grassorte ist für so einen kurzen, für so ein kurzes Grün geeignet. Nur die Poa Anua, die ist perfekt für Grüns, weil die wächst auch bei 5 mm Schnitthöhe. Normalerweise nimmt man auf solchen Grüns Agrostis solonifera. Das ist so ein beliebtes Gras für solche Grüns. Dann Festuca rupera rupera ist auch ein gutes Gras. Auch sehr kurzschnittfähig, aber die Poa, die hält alles aus, die Poa Anua. So, jetzt natürlich der goldene Ball. Der erste Ball hier auf das neue Loch vom Rasenfreak. Yeah! Ich hatte jahrelang ein Grün, jahrelang. Jetzt ist es wieder da. Im Grunde genommen spiele ich ja nicht so gerne Golf, weil ich immer dann in den Boden hacke und den Rasen kaputt mache. Deswegen kann ich das nicht so gut. Okay. So, ich spiele also jetzt. Jetzt habe ich den falschen Schläger. Egal. Egal, das ist der falsche Schläger. Ist egal. Ist egal. Wir spielen jetzt hier den goldenen Ball. Der ist natürlich weiß. Den goldenen Ball. Wir machen natürlich jetzt hier, ist der allererste Ball. Wir müssen es live filmen, den allerersten Ball. Also musst du jetzt genau hier, ne, von unten hier, das richtig sticht, den allerersten Ball auf den, geht das? Ja. Ach gut. Freaks, erster Ball. Drauf! Unfassbar! Ich muss meinen Putter holen. Ah, Sensationen! Schafft der Rasenfreak auf seinem neuen Loch nach dem ersten Schlag ein Birdie. Das heißt, ja, normalerweise so ein kurzes Loch darf man 3 Schläge haben. Ein Schlag muss aufs Grün. Dann hat man noch 2
Schläge, das sind dann jetzt hier so, ne, wie beim, das ist beim Minigolf, zwei Schläge, um den Ball ins Loch zu bringen. Das ist ein Par. Wenn man einmal besser ist, also nur zwei Schläge braucht, das ist ein Birdie. Und das ist schon sensationell. Okay. So. Das ist natürlich noch nicht die richtige Schnitthöhe für vernünftiges Putten, also für das kurze Spiel. Also auf Golfplätzen ist ein Grün auf, naja, Profi 2,5 bis normal 4 mm geschnitten. Wir sind jetzt bei 12, also da fehlen noch zwei Drittel. Müssen wir noch runter, also es wird jetzt holpern. Ich entschuldige mich jetzt natürlich, dass ich es nicht reinkriege. Aber wir versuchen das mal. So. Schön pendeln. Pendeln und rein mit dem Ball. Ja, und der Rasenfreak ist eine Sensation, Freaks. Unfassbar, ein Birdie am ersten Loch des neuen Golfplatz vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak freut sich. Tschüss. Ah, yeah. Wo ist der Applaus? Wo sind die Fans? Sensationell! Sensationell! Unglaublich! Unfassbar! Cool! Ja, schön!